Hallo, und da bin ich mal wieder mit einem Let's Show. Ja, ein Let's Show, ganz recht. Wir hatten nämlich sehr, sehr lange kein Let's Show mehr. Und zwar hatte ich euch dieses Let's Show hier versprochen. Und zwar geht's ja, keine Ahnung, also auf, ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte die Welt schon ein paar Mal in Videos, sagen wir es mal so. Und zwar zum Beispiel, im 200. Let's Play, Link dazu in der Beschreibung, und im Kurzfilm, oder in einem Kurzfilm, eigentlich in dem Kurzfilm, von Minecraft B, habe ich ja mal einen gemacht, und da, das spielt halt auch in der Welt hier, also auch Link in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich mach mal hier kurz halt GUI, und ich möchte euch mal die Welt ein bisschen zeigen. Ich habe hier so eine kleine Stadt aufgebaut, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel oder so gelesen habt. Und wir fangen mal hier an. Hier ist jetzt, das ist so ein kleiner Wald, wo ich so einen Weg lang gemacht habe. Hier hinten soll so Strand sein. Aber das war ja eh schon da. Also ich habe einfach nur einen Weg hierhin gemacht. Und hier sind halt rechts und links so ein paar kleine Lämpchen. Und da geführt dieser kleine, schöne Weg zu einem Haus. Hier steht dann auch zum Strand dahinter. Und dann führt es halt zu so einem kleinen Teich erstmal. Und dann kann man jetzt hier hingehen und... Hier sind gerade die Hühner, geht's dann zu dem Haus. Und das war das erste Haus, was ich in der Welt hier gebaut habe. Also hier ist erstmal so eine kleine Terrasse, da eine kleine Bank, Hühner, da oben im Balkon. Aber ich zeig das sowieso gleich nochmal, ich flieg gleich nochmal hoch und zeig das ganze Haus. Erstmal so von innen. Ich bin runtergefallen. Ja, hier an der Seite halt so Kisten, Treppe, Baum in der Mitte. Was soll man da schon groß sagen? Seht euch einfach an. Dann hier so eine kleine Bildergalerie, also hier ja auch gerade, habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen da. Und dann hier so ein Glas, Balkon, damit das alles schön hell ist. Und dann kann man hier hochgehen, aufs Dach drauf, und hier ist nochmal so eine kleine Schillecke, mit so ein bisschen Wasser, Bank, Bäume und so weiter. Eine Grünfläche. Ja, ich zeig das ganze Haus nochmal von oben. So sieht das dann aus, das ganze Teil. So. Ich denke, man kann es ganz gut sehen. Also, man kommt also von hier normalerweise rein. Hier ist jetzt so die Stadt, Home Sweet Home. Und dann geht es nämlich hier unten gleich weiter ins nächste Haus. Hier ist dann so ein kleiner Weg, wo es dann hier zu so einer unterirdischen Farm geht. Die aber auch wieder mit Glas gemacht ist. Also ist auch Glas oben drüber. Hier ist dann Weizen, Melonen, Zuckerrohr und Kakteen. Also alles, was es bis jetzt in MCPE gibt. Und ja, genau. Das wäre hier erstmal so. Und dann kann man hier gleich weiter ins nächste Haus gehen. Und das zeige ich auch erstmal noch kurz von außen. So, das sollte also so ein bisschen futuristisch aussehen, so ein bisschen stylisch, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ja, es wurden dann gerade die, oh, jetzt hat gerade gehakt, die Quarzblöcke eingeführt. Und habe ich daraus halt mal was gebaut. Nämlich dieses Haus halt. Wir gehen auch nochmal hier vorne rein. Also hier ist dann so erstmal der Weg von dem anderen Haus zu dem Haus. Und dann gehen wir erstmal rein und schauen uns das mal schön, das schöne Teil mal von hinten an, genau. Nein, von innen an. Beim Eingang also zwei stylische Blumentöpfe mit Sapling drin, genau. Das hier soll eigentlich ein Kühlschrank sein, also bei Minecraft Texture Pack für die Pocket Edition ist das ein Kühlschrank, deswegen ist das hier so das Bild. Also es ist einfach, stellt euch vor, das ist ein Kühlschrank, sieht man ja im Hintergrund, also sieht man ja an den Blöcken, das sind ja Eisenblöcke, also muss das ein Kühlschrank sein, auf jeden Fall. Hier ist dann so eine kleine Sitzecke, Crashing Table, Ofen, was auch immer. Hier unten geht es dann wieder halt runter zu der Farm. Hier kommt man raus, auch zu so einem kleinen, ja... Vorgarten, keine Ahnung, zu so einer Chill-Ecke. Ich sag ganz, ganz Chill-Ecke. Also Chill-Ecke. Chill-Ecke. So, dann gehen wir mal in die zweite Etage vom Haus. Und hier mal jetzt so ein, das hatte ich schon mal umgebaut. Also eigentlich stand hier mal was anderes, aber so ist das dann auch im Kurzfilm und ich weiß nicht, im 200. Let's Play, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt hier so ein kleiner Kuchen da. Einfach aus Prinzip steht da ein Kuchen, weil das dann mal neu war. Hier so ein Feuer, es gibt zwar noch kein Feuerzeug in Creative, aber da habe ich die Welt mal irgendwie in Survival gemacht und ja, das, dann ging das halt. Und dann hier so eine Sitzecke und hier dann das Bett oder das Streichbetten besser gesagt zum Schlafen. Und Moment, hier können wir gleich rausgehen, weil das ist dann auch das Ende von dem Haus schon wieder. Aber erstmal nach kann man hier hochgehen und hier ist dann nochmal so eine kleine Bibliothek, wo man sich Bücher rausnehmen kann, wäre es im echten Leben und nicht Minecraft. Und hier ist nochmal ein Balkon, wo man dann auch nochmal einen kleinen Überblick hat, auch zu dem Haus. Ja, okay, wir gehen mal wieder zurück. Na komm. So. Und jetzt gehen wir mal hier raus. Das ist auch nochmal so ein kleiner Balkon. So, es hakt schon wieder. Es hakt bloß, weil ich so die Render-Distanz so extrem weit habe. Hab da so einen Mod drin und da kann man halt so schön weit gucken, weil ich euch halt dann am Ende nochmal die ganze Stadt zeigen will. Im Überblick. Ja, also hier dann einfach nur nochmal so ein kleiner Balkon, nichts Besonderes. Und dann kann man hier gleich rausgehen zum nächsten Haus. Also das waren jetzt die zwei Häuser hier.
Die zwei stylischen Teile. Und dann kommen wir weiter zum nächsten. Und zwar zur Bibliothek, wie man hier ja schon sieht. Von außen ist das, das obere Teil wie so ein UFO aufgebaut. Also es wird halt oben hin ein bisschen größer. Eigentlich soll es irgendwie, zuerst hatte ich halt angefangen, das nur so Viereck zu bauen. Und dann wurde es aber irgendwie so, dass es schöner aussieht. Und ja, ich finde, jetzt sieht es besser aus, als wäre es so ein Viereck geworden. So, dann gehen wir mal rein. Und von drinnen ist das alles schön mit Sandstein und gemacht. Und natürlich überall Bücherregale. Man kann also hier schön mit der Leiter hochgehen, hochklettern und dann hier sich oben auch noch Bücher rausnehmen. Funktioniert also alles. Man muss 3 Blöcke groß sein. So. Und das Ganze wird natürlich gestützt durch Zäune. Ich finde es einfach so extrem stylisch. Hier ist einfach mal Lava, wie im echten Leben das auch so in Bibliotheken ist, dass da einfach mal so Lava ist. Ja, also hier kann man dann zum Beispiel lesen oder so. Keine Ahnung. Denkt euch, was ihr da wollt. Also ich habe es mir zum Lesen gedacht. Also wenn das gänge in MCPE. Und dann hat man halt hier so noch so einen schönen Ausblick auch über die Stadt. Und ja, und dann halt auch wieder alles schön mit Glas gemacht, damit alles schön hell ist. Okay, dann war es eigentlich auch schon von der Bibliothek. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Ich kann es mal gerne von außen zeigen, aber hatte ich ja eigentlich schon so an der Seite einfach nochmal so Bilder dran, damit es nicht einfach nur so eine Fassade ist. Ja, okay. Dann kommen wir mal zum nächsten Haus. Und zwar fliege ich da mal über die ganzen wieder drüber und wir gehen mal zu dem Haus hier. Übrigens, ihr könnt, wenn ihr jetzt schon keinen Bock habt, mehr zuzuschauen, aber ich würde es euch empfehlen, mal bis zum Ende zuzuschauen, weil da kommt nämlich noch was, und zwar das da hinten. Und aus dem 200. Let's Play, die kennen das wahrscheinlich, aber ja. Lasst euch überraschen, bleibt am besten dran oder spult vor oder. Nein, spult nicht vor, bleibt dran, dranbleiben ist immer gut, okay. Wer es jetzt nicht vorne gelesen hat, weil ich bin jetzt hier ein bisschen schnell vorbeigegangen. Hotel beim Bauern, mir ist nichts Besseres eingefallen und sah so ein bisschen aus wie so ein Bauernhaus. Habe ich mir halt gedacht, das heißt Hotel zum Bauern, sollte auf jeden Fall ein kleines Hotel werden. Hier ist auch nochmal ein Eingang, also so 2 Eingänge. Und vorne halt so ein bisschen mit Büschen gemacht, damit es auch so ein bisschen aussieht wie Hotel. Und hier ist dann halt sozusagen die Lobby, auch nochmal eine Sitzecke. Und hier der Eingangsbereich, also ja, eigentlich ist das jetzt schon das ganze Eingangsbereich, aber hier sitzt halt die schöne Sekretärin oder die hässliche Sekretärin und begrüßt die Gäste von rechts und links. mit Wasser im Hintergrund auch, fand ich auch ganz zeitig. Und dann kann man gleich hier auch reingehen. Moment, ich will mal das Schwert auswählen. Oh, das ist voll der Backmann. Das Schwert auswählen, damit ich hier nichts hinbaue oder so. Ja, dann kann man hier reingehen, sowohl auch auf der anderen Seite, sowohl als auch auf der anderen Seite, also ist alles halt ziemlich symmetrisch gemacht, also hier kann man dann auch gleich hochgehen und hier sind dann leider nur 3 Zimmer, es ist nicht wirklich viel geworden, können wir in die Zimmer reingehen, Zimmer 1 ist eigentlich gleich wie Zimmer 2, da ist ein Loch, ich frage mich gerade, was das normalerweise ist, keine Ahnung, auf jeden Fall ist da gerade ein Loch. wir gehen mal ins nächste Zimmer, so, hier ist genau das gleiche, obwohl da ist auch ein Loch. Habe ich da ein Loch gelassen? Das sieht so hässlich aus. Lol. Okay, keine Ahnung, warum da ein Loch ist, aber es ist ein Loch. Übrigens, den Download-Link dazu findet ihr in der Beschreibung, werde ich auch am Ende dann nochmal sagen. Wollte ich ja sowieso mal machen, hatte ich euch ja versprochen. So, und dann noch das dritte Zimmer, ist alles ein bisschen klein geworden, dafür sind dann hier 2 Betten drin. Und ja, also ein Doppelzimmer, 2 Einzelzimmer sozusagen. Genau, ah nein, das sind auch Doppelzimmer. Egal, haben wir 3 Doppelzimmer. Und dann ist hier unten jeweils wieder auf beiden Seiten, geht zum Hotelpool, wieder 2 Türen zum Hotelpool. So jeweils 1 Tür. So. Und hier ist einfach nochmal so ein kleiner Pool und da ist die Dusche, wo gerade das Wasser fehlt. Okay, das könnt ihr dann selber einfügen. Ich weiß nicht, warum ich hier kein Wasser reingemacht habe. Aus irgendeinem Grund ist hier kein Wasser drin, aber eigentlich soll das eine Dusche sein, also. Ja, da ist gerade das Wasser ausgeschalten und der Knopf ist kaputt. Oder irgendwie so. Also hier ist dann einfach nochmal mit Quarzblöcken gemacht und ja, nichts Besonderes im Prinzip. Das war es auch schon wieder von dem Haus. So, und es hakt gerade extrem, muss ich sagen. Tut mir leid dafür. Aber ich habe halt die Render Distance so weit gestellt. So, komm. Na komm, mach die Tür zu. Ist wichtig. Okay. Gut, dann zum nächsten Haus, in Anführungszeichen, weil das ist kein wirkliches Haus und ich habe das aus Versehen mit dem hier verbunden. Deswegen sage ich einfach mal, es ist die Form zum Hotel, weil es ist ja Hotel beim Bauern. Hier steht da auch Bauernhof. Ja, Bauernhof, Hotel beim Bauern und so, ne. Achso, hier ist übrigens auch nochmal, stimmt, den Garten hatte ich noch gar nicht gezeigt. Bei dem Haus hier, bei dem weißen, ist auch nochmal so eine kleine Farm und noch so ein Garten dabei. Nur so ein kleiner. Also die Farm hier ist dann später entstanden. Aber, ist er halt auch dabei.
Okay. Ja, hier sind einfach extrem viele Schweine, weswegen es jetzt auch so lecken könnte, haken könnte. Kühe und Schafe und dann noch eine Eierfarm. Und ihr seht schon, da sind ein paar Eier. Okay, ich habe jetzt leider kein Survival, jetzt also kann ich es nicht aufsammeln. Aber man sieht schon, die Eierfarm funktioniert. Und da sind auch ein paar Hühner drin. Ja. Also wenn das dann beim Download, oh, da kommt schon wieder Eier. Wenn das dann beim Download, bei welchem Gerät das dann, also wenn das die Welt dann bei euch schlägt, dann könnte es daran liegen. Dann müsst ihr mal ein paar Hühner oder Schweine töten und dann müsste das wieder gehen. Dann dürft ihr nicht mehr so haken. Ist zum Beispiel halt auch bei meinem Handy so, das ist viel zu schlecht für solche Sachen. Und ja, das ist dann halt einfach so, dass es dann extrem hakt und es geht einfach nicht. Also könnt ihr dann gerne töten die Schweine oder die Tiere. Zumindest ein paar halt. Okay, wir gehen mal weiter zum nächsten Haus. Und das ist diesmal wirklich ein Haus. Ja, das sollte eigentlich so eine Art Lager werden, beziehungsweise das ist auch ein Lager geworden. Ich wollte es ein bisschen in dem Style von PogShop Media bauen, weil ich das Lagerhaus so geil fand. Oder ist es ja generell deren Haus. Ist also erstmal generell auf so einer Plattform gebaut. mit Quarzblöcken umrahmt. Quarzsäulen und so weiter. Und ist dann halt so ein bisschen wie PogShop Media gebaut, aber es ist nicht wirklich so geworden. Aber ich gehe gleich nochmal rein und zeig das. So, sieht es auch relativ stylisch aus. Also mit stylisch meine ich immer so futuristisch. Irgendwie so, nicht normal. Nicht einfach nur so ein viereckiges Haus. Aber das wäre auch langweilig. Also hier haben wir nochmal ein Lager. Einfach nur ein Lager. Oh, die Kiste geht auf, oh, die auch. Stone Bricks, bla bla bla, TNT, sogar alles schön beschriftet. Ist natürlich nichts drin, weil ich auch nicht öffnen kann. Dann ist es rechts und links. Also erstmal kann er mal kurz hintergehen. Das wird immer kleiner nach vorne hin und dann größer nach hinten hin. Und ja, hier hinten sind auch immer noch mal Kisten von hinten. Also, ich denke, es wird da ausreichen. Und dann sind hier rechts und links so Treppen. Wow, es hakt extrem, Mann. Hier nochmal so ein Bücherregal ohne Bücher. Lol, was machst du da, Huhn? Oh, ich habe Fackeln in der Hand. Ah, ich wollte das in der Hand haben. Stirb, Huhn. Stirb. Los. Stirb. Ah, geh weg. Warte mal. Moment. Das Huhn stört mich gerade. Okay, so. Jetzt ist es erstmal nicht mehr in dem Block drin. Da in der Scheibe drin. Und wo ist es? Stirb jetzt. So, gut. Okay, ja, dann halt zum Bücherregal. So eine kleine Schillecke soll das hier sein. Da auch nochmal so schönes Bücherregal mit Sitzecke und hier nochmal ein Tisch mit Sitzgelegenheiten und alles natürlich wieder schön mit Glas, damit alles schön hell ist. Und wenn man jetzt noch hier runter geht, hinten übrigens auch eine reine Glasfassade aus Glasscheiben. Wenn man jetzt hier so rausgeht, das ist auch da auch auf der anderen Seite, wie man hier sieht, kommt man nochmal zu so einem, ja, Unterführung ein und ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall so ein kleiner Garten. Also, dann kommt man halt hier raus. Und hier ist auch nochmal so eine Liegestühle. So eine Liegestühle, genau. Hier auch wieder. Und ein kleiner Teich, Tiere. Ja, also ganz hübsch gemacht. So, also ganz. Ich will, es soll kein Eigenlob sein, immer meine ich. Es soll. Was soll ich sagen? Ich will einfach sagen, damit, dass es hier ganz schön gemütlich sein könnte, wer es möchte. Ach so, hier den Weg. Ja, den Weg wollte ich eigentlich mal noch zu Ende bauen, bis dort hinter. Das habe ich vergessen. Das könnt ihr ja dann machen, wenn ihr euch die Welt downloadet. Ja, das müsste dann eigentlich auch noch so gemacht. Also, das ist einfach keine Ahnung. Irgendwann habe ich schon mal aufgehört mit Bauen, weil ich dann einfach keine Zeit mehr hatte, so richtig. Und hier haben wir halt auch nochmal so ein Quarzhaus. Das sollte auch so, keine Ahnung, was das so richtig werden sollte. Das sollte so ein Quarzhaus werden, im Prinzip eigentlich nur. Und es ist halt irgendwie so eine Art Tempel geworden, was dann mit Glas ausgeschmückt ist. Und im Prinzip ist es dann am Ende ein Restaurant geworden. Irgendwie, also hier fehlt natürlich die Küche und alles, aber man könnte es auch Club nennen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder auch Hotel oder weiß ich nicht. Hier ist dann auch nochmal so ein Pool, wobei das ein bisschen sinnlos ist, weil da rundherum der Teich ist. Genau, jetzt weiß ich wieder, was es werden sollte. Es sollte ein Haus auf Wasser werden. Ist auch ein bisschen unglücklich geworden, weil ich habe den See hier extra selber per Hand gemacht. Also der war hier vorher nicht. Deswegen sieht es nicht wirklich so schön aus, weil hier, bei dem Seed hier war einfach viel zu wenig Wasser. Und deswegen musste ich mir einen See selber machen. Egal, auf jeden Fall war es das von der Stadt erstmal. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ich weiß, das Video geht schon relativ lange. Ich habe bloß keine Uhr gerade. Und zwar gehen wir mal kurz hier hinter. Hier ist nämlich auch noch ein kleines Haus, dann habe ich einfach mal mit Lava ausprobiert.
haben wir hier noch so ein Haus. Das ist nämlich diesmal wirklich ein Restaurant und ich denke, man sieht auch, dass das eins ist. Also man kommt hier so schön rein, da oben hängt, das soll ein Fernseher darstellen. Keine Angst, soll ein Fernseher sein. Das hier soll von mir aus das Schild sein für das Restaurant, obwohl es genauso aussieht wie der Fernseher, aber ja, von mir ist, oder nein, genau, das ist das Schild für das Restaurant und das da ist der Fernseher. Das ist dann die Idee. Leute, warum ist hier eine Treppe? Die kann, denke ich mal, weg. ja, und dann halt die ganzen Sitze und Stühle und da sind übrigens auch nochmal Fernseher und da und so weiter. Ja, ist auch alles wieder schön mit Glas gemacht, beziehungsweise die Treppen lassen es sowieso durchscheinen und ja, auch mit Sitzgelegenheiten und so weiter. Die Küche fehlt natürlich auch, also keine Ahnung, wo die sein soll. Hätte man auch noch einbauen können. Könnt ihr auch alles gerne noch machen, wenn ihr euch die downloadet. Das ist alles so ein bisschen halbkreisförmig, könnte man sagen, auf Stelzen im Wasser. Und ja, okay, dann da hinten habe ich einfach nur mal was ausprobiert. Also das ist jetzt nichts Besonderes, denn es ist einfach nur mal so eine kleine Pyramide. Pyramide. Nichts Besonderes, nicht so wirklich. Ich wollte einfach, dass die Welt ein bisschen voller wird. So mit Spinnweben und so weiter. Ja, okay, und sonst kommt jetzt nämlich eigentlich das Beste sozusagen, in Anführungsstrichen, an der Welt. Oh, man merkt schon, dass es hakt. Ihr seht doch diesen schönen Berg hier drüben. Man sieht schon, er sieht jetzt nicht so passend aus. Hier wäre zum Beispiel übrigens ganz viel Wasser gewesen und das war das einzigste Wasser. Ja, es ist halt, er passt irgendwie ja nicht so wirklich rein, weil es ist mitten im Meer und beim Meer und passt irgendwie nicht. Und wenn man jetzt von dem Haus aus hier geht, so, das muss mal kurz sein, dass ich von hier aus gehe. Da kann man nämlich hier so schön von der Terrasse kommen und dann hier lang gehen den schönen Weg und da steht dann zur Lagune. Was ist die Lagune? Wir gehen mal zur Lagune. Also für die, die das jetzt schon im 200. Let's Play, ich glaube, da hatte ich das schon mal gemacht, bin ich da schon mal hingegangen, ich weiß es nicht. Ja doch, genau, im 200. Let's Play bin ich da schon mal hingegangen. Die werden das schon kennen, für die wird es vielleicht langweilig, weil die es halt schon kennen, die Welt, aber viele werden es auch noch nicht kennen. Hier ist also so eine kleine Lagune, soll so eine Lagune darstellen, sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt aus wie eine Lagune, aber ja, ja, okay. Das ist übrigens ein bisschen von Kronk nachgebaut und das war eigentlich das Hauptteil, was ich in der Welt bauen wollte. Die Welt heißt nämlich bei mir, die habe ich so genannt, Let's Show Kronk. Kronk hat nämlich in seiner Let's Show Welt sowas gebaut und ja, ich weiß, ich habe es nachgebaut, aber halt in der Pocket Edition und weil es das dann noch nicht gab, habe ich das halt auch gemacht mal und einfach so in die Pocket Edition umgewandelt, aber ich habe es halt gebaut. Also wer die Let's Show Welt von Kronk kennt, der wüsste jetzt eigentlich auch schon, was kommt. Also übrigens, wenn man jetzt hier reingeht, wenn man den Weg gefunden hat im Wasser, und jetzt das so ganz genau schafft, nicht so wie ich jetzt mit Anhalten, sondern ohne wirklich irgendwas, dann schafft man es gerade so zu überleben. Und wir gehen jetzt einfach mal hier schön hoch. Und jetzt seht ihr viel, beziehungsweise wenig. Es ist einfach, der Berg ist kein Berg, sondern eine Kuppel im Prinzip. Und jetzt auch nochmal so ein kleines Haus, Lava, warum auch immer da Lava ist, aber ich habe da Lava hingemacht, weil es schön aussieht. Ja, das ist also ein großer Berg, der einfach nur eine Kuppel ist. Wenn man jetzt raus will, müsste man dort raus oder so, hier unten drunter durch oder sowas. Dann ist auch nochmal ein kleines Haus oder sowas, eine Wohnung. Ich weiß, ich wollte zwar hier nicht unbedingt wohnen, aber okay. Ja, also ich habe den Berg übrigens nicht ausgehöhlert, wie man das jetzt vielleicht denken könnte. Es ist wirklich immer nur überall eine Schicht, wirklich überall. Und ich habe es aufgebaut, also nicht abgebaut, sondern aufgebaut. Ist nicht irgendwie ausgehöhlert, sondern halt aufgebaut. So, wir gehen erstmal zu dem kleinen Haus hier hinten. Wohnung, was auch immer, wie man das nennen will. Ist wahrscheinlich die Wohnung vom Aufpasser, dass hier niemand reinkommt, keine unbefugten Leute, was weiß ich. So, hier sind eigentlich Kisten, glaube ich, oder? Eigentlich sollten... Ach, genau, jetzt weiß ich, warum da drüben in dem anderen Haus auch das frei war. Weil hier sind eigentlich Kisten und die Kisten sind irgendwie weg, also beim Hotel. Ja, also da, wo frei ist, da könnt ihr gerne dann noch Kisten hinmachen. Da sollten eigentlich Kisten hin, warum auch immer da jetzt keine Kisten sind. Und hier oben ist dann einfach nur noch so ein kleines Bett, also hier ist auch nichts Besonderes, wirklich. Okay... Und jetzt gehen wir noch schnell zum letzten Haus und das war's dann nämlich auch schon wieder für diese Let's Play, wollte ich schon sagen, Let's Show. Wow, wo bin ich? Okay. So, dahinter wollte ich noch gehen. Als letztes. So. Okay. So, und da gehen wir mal rein. Und hier ist einfach nochmal so eine Glowstone-Fassade, wo dann Bilder drüber sind, damit man das nicht merkt, dass da Glowstone ist. Und
Ja, hier dann einfach nochmal so ein Crafting Table. Bar. Hier rechts und links sollen noch wahrscheinlich, oder ich weiß, es ist so, es sind eigentlich wieder Kisten, aber ja, sind jetzt da eben nicht. Leider, weil es halt nicht ging. Also, nein, nicht weil es nicht ging, es ist halt weg. Hier wird es ein bisschen eng. Muss halt platzsparend sein, also ich habe dann einfach noch hier irgendwas hingebaut, damit es schön aussieht. Okay, das war's also von diesem Let's Show. Ich hoffe, die Welt hat euch gefallen. Ihr könnt es euch gerne downloaden. Wenn es zu sehr, also wenn ihr, ich kann ja mal kurz die Render Distance wieder runterstellen. Also was jetzt das Höchste wäre ohne irgendwelche Mods, dann sieht man schon, dass man von ganz hinten, von hier ganz hinten, nicht bis dort ganz drüben gucken kann. Also wenn ihr das ganze Teil sehen wollt, müsst ihr schon irgendwie so einen Mod drin haben oder sowas. Also ich könnte jetzt immer weiter hintergehen. Irgendwann sieht man dann mal das Ende. Es ist schon relativ groß. Eigentlich wollte ich es, glaube ich, auch gar nicht so groß machen. Ich wollte es ein bisschen kleiner machen. Aber egal, ich hoffe, wie schon gesagt, die Welt hat euch gefallen. Und ich wollte, jetzt habe ich gerade den Mod rausgemacht. Sonst hätte ich euch die ganze Welt nochmal im Überblick gezeigt. Also das Dorf oder die Stadt. So sieht also dieser schöne Berg hier aus. Und ja, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch die Welt gefällt, wenn euch das gefällt, was ich gebaut habe, wenn euch der Download gefällt, was auch immer, aber kommt immer irgendwie auf die Welt hinaus. Und wenn, nein, nix wenn, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Let's Shows sehen wollt. Ob ihr mehr Let's Shows sehen wollt. Und dann zeige ich mal noch ein paar Welten von mir oder ich baue mal wieder was, weil ich habe extrem lange nichts mehr gebaut. Nur noch auf irgendwelchen Servern oder so. Ja, also hier nochmal die schöne Stadt. Und dann war es, ich habe schon 3000 Mal gesagt, das war, jetzt war es das. Also ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis bald.